Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Stream-Ankündigung. Ja, heute mal nicht mit meinem Guild Wars Ele, heute mit meiner Wächterin hier ja vor der wunderschönen Bucht auf den Drakasee Grenzlanden. Mit Wegmarke, ich bin stolz auf unsere Drakasee, ja, wundervoll. Ja, es geht darum, es soll wieder ein Stream stattfinden und der Stream wird heute Abend stattfinden, ab 18 Uhr und es wird wieder Guild Wars gestreamt. Ja, Pflanzen gegen Zombies wird es jetzt erstmal noch nicht geben, das wird noch ein kleines bisschen dauern, denn mein Husten ist endlich total am Abklingen. Es wird echt besser. Ich habe nur noch sehr selten Hustenanfälle, aber es wird halt endlich besser. Ich habe jetzt mir nochmal neue Medikamente geholt und jetzt geht's endlich. Und da ist halt so ein Spiel wie Pflanzen-Geek-Zombies einfach viel zu anstrengend für meine Stimme. Das ist einfach nicht gut. Und deswegen wird es erstmal keinen Pflanzen-Geek-Zombies 2 Stream geben. Aber wir werden wieder Guild Wars streamen. Ich liebe dieses Spiel. Und so wie ich das Gefühl habe, scheint ihr das Spiel ja auch ziemlich zu mögen. Und deswegen werden wir das heute streamen. Ja, die Frage ist natürlich, was machen wir? Ich habe mir ja überlegt, wenn sich ein bisschen Public bildet heute Abend, dann werde ich mal auf unseren WVWTS gehen und werde dort einfach mal fragen, ob ich mich denn anschließen darf und das gleichzeitig streamen. Das Ganze allerdings nicht allzu lange, nur so ein kleines bisschen. Da werden wir mich vermutlich nicht mit meinem Wächter sehen, da seht ihr mich dann mit meinem Ele. Weil WVW, da bin ich einfach mit meiner Wächterin bisher noch nicht sonderlich gut unterwegs. Da muss ich mich erst noch ein bisschen einspielen. Ich beherrsche meine Wächterin noch nicht so gut. Ich habe sie auch jetzt noch nicht lange auf Level 80 und ich habe sie ja auch zum Teil ein bisschen durch Berufe hochgezogen, um sie endlich anständig im WVW testen zu können. Das heißt, mir fehlt es da einfach noch so ein bisschen an Spielerei, an Erfahrung, um die richtig nutzen zu können. Aber da bin ich auf alle Fälle fleißig am Üben. Aber WVW ist für mich einfach momentan immer noch meine Mainrolle der Ele. Ah, ist das nicht ein schönes Bild? Toll. es war eine Mainrolle der Ele. Sprich, wenn wir heute ins WVW starten würden, würden wir mit dem Ele ins WVW starten. So. Was gäbe es noch, was wir machen könnten? Wir hätten die Möglichkeit, im PvP vorbeizuschauen. Ihr seht vielleicht, im PvP habe ich noch nicht die riesigste Erfahrung. 99 teilgenommene Matches, 10 mit Rang, dafür 6 mit Rang gewonnen. Da würden wir vermutlich mit dem Waldi reinstarten, denn bisher muss ich sagen, macht mir der Waldi im PvP ziemlich, ziemlich Spaß. Und das wäre so die zweite Möglichkeit, die wir hätten. Einfach ein bisschen im PvP vorbeischauen. Mit dem Waldi ein bisschen gucken, was sich machen lässt. Mit dem Ele bin ich Doppeldeck unterwegs, aber ich bin halt leider nicht sonderlich gut mit Doppeldolch. Da ist ein Kombi unterwegs. Amelia Nachtlicht. Aha. Kenne ich leider nicht. Das wäre so die andere Möglichkeit. Dann haben wir die Möglichkeit, ich stelle mich jetzt einfach mal nochmal hier irgendwo hin. Ich platziere mich jetzt nochmal dekorativ. Moment. Dekoratives Platzieren die erste. Flump. So. Dann hätten wir die Möglichkeit, eventuell die Living Story anzuspielen. Das wäre hier drin. Die Living Story beinhaltet 8 Kapitel, wo man eine Geschichte durchspielen kann. Das wäre eine Möglichkeit, was sie machen könnten. Allerdings bräuchte ich da zumindest 2 Leute, die mit Level 80 an mich begleiten. So die ersten sind überhaupt kein Problem. Die lassen sich alleine ohne Probleme machen. Aber später wird es dann echt ein bisschen kompliziert, das alleine zu machen. Beziehungsweise dauert halt relativ lange oder ist halt einfach ein gewisser Skill erforderlich, den ich einfach noch nicht habe. Das wäre halt wirklich auch eine andere Möglichkeit, wenn sich da 2 bis 3 Leute finden, die da Bock hätten, noch mitzumachen mit einem Level 80er, wäre das ziemlich cool. Vielleicht findet sich ja in der Gilde auch der ein oder andere, wo ich mir dabei eigentlich relativ sicher bin, dass sich da immer der ein oder andere findet, der da mitmacht. Das wäre auch so eine Möglichkeit, dass wir die Living Story einfach mal anspielen. Ja, was gäbe es sonst noch zu machen? Es gibt diverse Dungeons, dafür gehen wir jetzt einfach mal ganz kurz hier raus aus dem WVW. Es lädt jetzt ein kleines bisschen. Ah, dauert immer, ne? Diese Wartezeiten. Naja, immerhin bin ich jetzt nicht mehr in Löwenstein, weil in Löwenstein wird es doppelt so lange laden. Nicht sogar 3-mal so lange. So, gucken wir mal auf die Karte. Es gibt, das sehen wir jetzt natürlich mit dem Charakter leider nicht so viel. Es gibt hier einen Dungeon, hier unten gibt es einen Dungeon, da gibt es einen, da gibt es einen, da gibt es einen. Und überall gibt es einen Story-Modus zu laufen und auch verschiedene Forschungswege, die man laufen könnte, wo man halt dann auch am Ende mal eine schöne kleine Belohnung bekommt. Dungeons sind ganz cool, machen auch tierisch Spaß. Es kommt halt immer darauf an, wie man sie angeht. Man kann sie ja auch ziemlich strukturiert angehen, mit in die Ecke knubbeln. Dann geht es meistens relativ fix und ziemlich, ziemlich schnell. Das wäre auch eine andere Möglichkeit. Dann haben wir natürlich die Weltenbosse. Wir haben ja den lieben Jormak hier oben schon kennengelernt, letztens erst.
mit meiner Ele. Es gibt halt so ziemlich überall irgendwie einen Boss. Hier gibt es einen Boss und hier gibt es einen Boss und hier gibt es einen und hier unten gibt es irgendwo noch einen und überall gibt es welche und ja, es gibt extrem viele Bosse, die überall verteilt sind. Also wirklich ganz, ganz viele. Da haben wir ein paar schon gesehen. Da könnten wir natürlich theoretisch auch mal ein bisschen gucken und noch ein paar Bosse machen. Was hatte ich noch gehabt? Also wir haben WVW, was wir machen können. Wir haben PvP, was wir machen können. Wir haben Dungeons, die wir laufen können. Wir haben eine Story, die wir laufen können. Wir könnten einen Charakter hochleveln. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Ich gehe mal in die Charakterauswahl. Ich hätte hier noch einen Dieb, den ich mal angefangen habe, einen Necro, den ich mal angefangen habe, eine Kriegerin, die ich mal angefangen habe. Ich wäre außer jetzt den Necro, weil ich habe damals durch die Living Story ein Umstylingskit bekommen und habe die dadurch schon umgestylt. Also möchte ich das eher weniger machen. Aber ich würde mich notfalls bereit erklären, den Dieb nochmal neu zu erstellen. Oder die Kriegerin zu ersetzen, wobei die hat auch eine andere Frisur. Haha, naja, es ist so eine Sache. Also man könnte die Kriegerin zum Beispiel mal anfangen. Es gibt halt mehrere Sachen, die wir machen können. Wäre also durchaus möglich, da auch noch was zu machen. Wir können also einen Charakter hochspielen. Wir können aber auch die Welt erkunden. Ja, das lädt jetzt lange, weil die in Löwenstein steht. Super. Denn ich wollte eigentlich nur ganz kurz zeigen anhand der Ele, weil die hat ja die 100% Welterkundung schon. Wie riesig die Welt ist. Für die Leute, die Guild Wars selbst noch nie gespielt haben, ist eine riesengroße Welt, die es da zu erkunden gibt. Und sobald das Addon kommt, wird das Ganze ja nochmal um einiges größer. Das ist das Einzige, was ich an Löwenstein hasse, dass es einfach ewig lädt, weil einfach so viele Leute in Löwenstein unterwegs sind. So, jetzt aber. Ja, und dann leckt es am Anfang immer ganz kurz. So, ihr seht also, das ist wirklich eine riesengroße Welt. Da ist jetzt also alles aufgedeckt, was es gibt. Und da gibt es halt überall kleine Sachen, die man freischalten kann. Ihr seht ja, hier sind überall Herzchen verteilt. Ihr seht ja 303 Herzchen und so weiter. Also da gibt es ziemlich, ziemlich viel zu machen. Das könnten wir mit einem neuen Charakter anfangen. Und den einfach leveln und so ein bisschen Welterkundung machen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ihr seht also, wir können ziemlich, ziemlich viel machen. Die Frage ist halt nur, was würde euch denn interessieren? Das ist halt dann so die Sache. Ja, ich weiß, da leckt es am Anfang immer ein bisschen. Das ist, muss ich nochmal gucken, woran das liegt. Das ist aber nur ganz selten so zum Glück, denn jetzt läuft wieder alles flüssig. Das müsst ihr mir dann sagen. Ich weiß es nicht. Also, ich überlasse das euch. Ins WVW möchte ich aber eigentlich schon ganz gerne auf alle Fälle mal vorbeischauen. Ist natürlich die Frage, ob ich das dann überhaupt streamen darf. Das ist dann so eine Sache. Da müsste man dann erstmal nachfragen. Schießt jemand Feuerwerk? Schön, nicht wahr? Aber ansonsten halt, wie gesagt, was blinkt denn da hinten? Habt ihr das gesehen? Ach, von diesem Türmchen da vorne. Das ist ja nett. Was ist das denn? Ich habe keine Ahnung. Ach, das ist ja noch auf Englisch eingestellt. Müssen wir auch nochmal umstellen. Also das wäre halt alles sowas, was ich vorschlagen würde. Also die Welterkundung in Verbindung mit einem Charakter, den wir eventuell leveln. Oder halt mit einem 80er Charakter, je nachdem. Oder das PvP, aber das wäre wahrscheinlich nur etwas, wo wir mal ganz kurz reinschauen würden. Ein bisschen ins WVW, die Dungeons, was auch immer, die Living Story oder eine ganz normale Story. Ich würde sagen, schreibt es doch mal in die Kommentare, was würde euch gefallen. Oder sagt ihr, ach, das ist mir egal. Einfach von allem ein bisschen was. Das geht natürlich auch. Dann verabschiede ich mich jetzt an dieser Stelle. Es ist wieder mal eine etwas lange Stream-Ankündigung geworden. Aber naja, so ist das halt nun mal mit mir, nicht wahr? Eine, ja, 18 Uhr geht's los. Genau. Mitmachen wird insofern vermutlich möglich sein, wenn wir in der normalen Welt rumrennen. Kann man sich gerne mit anschließen. Inwieweit es dann mit Teamspeak und Co. Möglich ist, das weiß ich jetzt noch nicht. Das kommt halt ganz drauf an, was wir letzten Endes genau machen. Aber das wird sich alles noch herausstellen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich freue mich auf euch und wie gesagt, in den Kommentaren könnt ihr gerne Wünsche und Vorschläge äußern. Da können wir gerne ein bisschen drüber diskutieren. Und dann sehen wir uns um 18 Uhr. Bis dahin, ciao, ciao.